Familie, alles gut, bei mir auch. Ja, Familie, alles gut. Schiene. Hallo, Bruder. Aleikum salam. Salam. Geht's dir gut, Bruder? Alles gut, Bruder? Alhamdulillah. Familie, alles gut, bei mir. Ich hab euch gar nicht erkannt, Bruder. Seid ihr gerade hier? Ja, wir waren Dings. Wir haben extra machen wir in der Gegend hier Angst den Leuten. Schon, weil es viel mit kaputt. Stabil, Bruder. Ich steh aus dem Scheiß. Oh, nee. Jetzt ist der schon da, ey. Das hab ich jetzt nicht erwartet, ey, dass der mal hier auftaucht. Alles gut. Natürlich viel zu spät. Warte, ja, Waffen mitgebracht? Nur halb Stunde zu spät. Oh, Warrior. Hab ich the Warrior. Das ist gar nicht so nicht schlimm. Also kann ich wieder gehen. Nachdem du wieder halbe Stunde zu spät gekommen bist. Mein Gott, ey, Asche, pack mal ein bisschen deine Termine ein bisschen auf hier. Familie ist gesucht. Eigentlich mache ich mir um gar nichts Sorgen, ich mache nur lediglich wieder auf den Djibril drauf. Der gibt nämlich an den Süßigkeiten schon. Weil der hat eine ganz spezielle Diät. Du bist, Bruder. Warum ist hier Licht aus? Das ist angenehm. Und warum liegt überall Stroh? Muss ich dir was sagen? Weißt du, wie Djibril ist? Ja, guck mal, jetzt pass auf, ne? Okay, fangen wir damit an. Wir kommen aus Mallorca zurück, machen Tests, ne? Wir werden getestet, ne? Ich frage ihn nach 2 Monaten, hast du deinen Test eigentlich abgerufen? Weißt du, hat er mir gesagt, bist du behindert? Nein, ich hab das nicht. Okay, fangen wir schon mal so an, ne? Sicherer Freund auf jeden Fall, der dich gerne umgibt mit dir, ne? Und die zweite Sache ist, er kommt schnell zu mit mir ins Auto, so, mit Schnupfen. Ich so, bist du erkältet, Alter? Ja, ein bisschen erkältet und so. Dann ich scroll durch Instagram und dann sehe ich Fragenrunde von Islam, so Zufall, ne? Steht da so, wie war das eigentlich, als du Corona hattest? Ich sag so, er sitzt so neben mir, ich sag so, der Islam hatte Corona? Er so, ja, ja. Er sagt er so, ist halb so wild und so. So, hast du dich testen lassen? Er so, willst du mich verarschen? Ich hab gesagt, ich bin Polizei bekannt, sie bieten mir 5-Star Scheiße an. Der Typ, der mal aus Schokoladenseiten besteht, als ein Milka-Weihnachtsmann. Wo ist der Kolle? Wo ist Kolle? Bruder ist zu Hause. Wir haben gestern bis 5, 6 Uhr hier gemacht, Alter. Ja? Ja, ja. Ja, Alter. Hier, der Basti meinte zu mir, der war letztens wieder da und so. Meinte, ja, der macht sich gut. Der meinte sich, also ich hätte nicht gedacht, der zieht das durch, Bruder. 2-mal die Woche, meinte, Bruder, der ist konstant da. Der ist krass bei diesen Sachen. Wenn er was anfängt, bringt er das zu Ende. Ich schwöre, ich hätte das nicht gedacht. Und ich muss sagen, Bruder, der hat echt, Bruder, dieses... Keine Ahnung, vielleicht ist das nur dieses Anfangszeit, ja. Aber der hat es echt drauf, Bruder, dieser... Der checkt das voll sofort, ja, wenn man dem was sagt. Das meinte der Passi auch so. Der hat so Sachen, der zeigt ihm das, der versteht das. Klar, dass die Ausführung dauert, bis dass sich diese Motorik, bis man die entwickelt. Ja. Aber der sagt, der versteht das sehr gut, dass man den zeigt. So. Ich glaube, wenn der Colin in der UFC wäre, der wäre so ein Kämpfer, der hätte richtig gute Fight-IQ. Die beste von allen, so, weißt du? Ich könnte es einfach nicht erwischen, der wäre Matrix 2. Bruder, merkt ihr das, wenn Schwergewichter kämpfen, als ob die in so einem Kinderkäfig wären? Ja, voll. Ja, ja, ja. Das ist so krank, ne? Miocic Cormier, hast du das voll gesehen, Alter. Der Ring, der war viel zu klein für die, der Cage, Alter. Du hast gedacht, so die zwei und noch einer kommt rein, der Ringrichter ist alle so wie in der Straßenbahn stehen. Das ist, wo ich Bock hatte, einmal richtig in Polen, dieses 4 gegen 4 oder so. Das ist krass, ne? So Hooligan-Fall. Weißt du, meine? Nee, darauf hätte ich gar keinen Bock. Verliert er, wenn der einer aus deinem Team oder kommt 2 Leute auf dich drauf. Ja, deswegen ja nur mit euch. Verstehst du, meine? Boah, wenn einer von euch da Schläge kriegt, ne, ihr werdet sehen. Bruder, ich schwör's, ich stell dir vor, wo du mich auf Fett siehst, du bist so, der liegt ja so bewusstlos. Boah, oh nein. Ja, es kann ja nicht sein, dass er der bewusstlos liegt. Laufe. Ich wollte gerade sagen, ich laufe, baff mich vor's Hand. Ich bin der K.O. geht, Bruder. Der ist der überlebt. Der wird ja, er kann aber bei Timing auch passieren. Weißt du schon. Nicht nur du bist der Gefährliche, der ist auch gefährlich. Schatz, ich finde einfach, dieses Schicksal einfach so krank, ne? Dass der sein Gegner vorher den ganzen versucht hat, am Boden zu halten und der den letzten Sekunden ausgetappt hat. Sonst, weil der andere hat ihn wirklich am Boden zweimal gehabt. Der hat ihn einfach letzten Sekunden ausgetappt und sein nächsten Gegner K.O. gehauen. Verstehst du, meine? Dieses Schick, dass er so sein musste, damit der ganze Weg so verläuft. Ja, ja. Weil das hätte alles andersrum verlaufen können. Ja, krank. Ja. Oder wir haben den Titel geholt, ne? Wir hatten keine Trainer. Also wir haben ohne Gym trainiert. In einer kalten Halle, wo eigentlich ein Freund von uns Training gibt. Da sind wir vorher hingefahren, haben dort trainiert, bevor der das Training gegeben hat. Dann ist er geblieben, 2 Stunden noch länger und wir sind schon abgehauen. Weißt du wann? 7 Uhr morgens im Winter. Richtig kalt wurde diese Halle.
haben wir da trainiert, Bruder, ohne niemanden und haben ersten Titel mit Islam geholt, Bruder, ohne Sparringspartner. Ich glaube, ein, zwei Leute kamen ab und zu mal, sonst hatten wir nur uns so. Wir haben immer miteinander trainiert und dieser eine Kollege da, ja, der Alex, der ist Judo Brown Belt und der hat uns richtig unterstützt da, Bruder. Ja, sonst auf jeden Fall haben wir mit dem, danach haben wir noch einen Titel geholt, Bruder, dann haben wir zweimal im Finale gestanden, nochmal Titelfinale. Ja. Mit anderen Jungs auch. Ja, und Bruder, auf jeden Fall haben wir ohne Gym alles in Deutschland amateurmäßige, so richtig, ich sag mal, richtig großen Namen uns gemacht, ja, weißt du? Nummer 1, halb Cyborg, halb Robocop. Das Album kommt auf jeden Fall. Tom Kick. Oh. Tom Kick. Oder Front Kick. Tom Kick, gut zum Bein, auf dich zurennen. Stopp. Das war doch deine Spezialität, Toni. Ja. Wenn du Tom Kick machst, spring dann einmal so ein. Du stoppst wieder quasi, weißt du? Okay. Ah, ja. Ja, Toni, genau so. Shibuya hat das so eng gemacht, dass ich schon wenig 50% Sauerstoffzufuhr habe gerade bei mir. Lache. Leicht eingeschränkt, das Licht. Die Augen sind so zu. Ja, oh, immer noch. Fick die Mutter Rap, Stress. Ein Finger ab, Stress. Kein Fickgeber, ja nie ein Stichleber, Stress. Aus Tschetschenien, Stress. Wer will reden jetzt, Stress. Keiner will ab jetzt mehr hören, wie du Esel. Mach mal Scheiß auf, ey. Yo, is that Trapless? Keep going, Volusia. Keep going. Keep going, Volusia.